Weißt du was? Warte. Ich würde ja gerne sagen, oh, war gar nicht schlecht für den ersten Whisky. Aber es war nicht mein erster Whisky. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit dem Paddy Und mit Leon. und mit einem Aberlour. Und Paddy, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jemals einen Aberlour schon mal im Video hatten. Da fragst du mich was. Nee. Glaube nämlich Nee. tatsächlich auch nicht. Nee. Ist immer wieder, Aberlour ist immer wieder eine Brennerei, die gerne bei uns in den Tastings auftaucht, ehrlich gesagt. Entweder halt irgendwie bei High-End-Handfills, die du irgendwo aus alten Beständen noch irgendwo wo hervorgekramt hast oder keine Ahnung was. Wir haben, also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich Aberlour auch so mehr oder weniger durch dich kennengelernt. Und hier haben wir echt mal eine spannende Abfüllung. Aber ja, ist, glaube ich, der erste Aberlour, den wir so vor der Kamera trinken. Ja, finde ich auch krass. Also eigentlich auch echt sträflich. Ich mache mal hier einen Bottle Kill direkt. Yay! Oh, das mache ich auch. Sträflichst vernachlässigt, ehrlich gesagt. Eine ganz, ganz süße Brennerei. Ich habe auch vergessen, Paddy vorher zu sagen, dass er bitte nicht meine handgekritzelten Übergabeabfüllungen bitte nicht in die Kamera hält. Paddy, bitte nicht meine handgekritzelten Übergabeflaschen in die Kamera halten. Das sieht mega scheiße aus. Okay. Okay. Wie gut, dass wir alles die aufnehmen und Genau. live machen und so. Also, naja, also live. Ihr wisst, was ich Ich meine. würde. Genau. Aberlour, genau. Eigentlich wollte ich noch kurz dazu sagen, dass Aberlour eine knutschige Brennerei ist. Ich blende euch ein paar Bilder ein, wie die ausgesehen hat, als ich noch da war. Mittlerweile kann sich das ein bisschen geändert haben. Ich glaube, dass sie gerade ein bisschen umbauen, ihr Visitor Center umbauen und so weiter und so fort. Wir hoffen natürlich alle, dass wir bald wieder reisen können und Brennerei besuchen können. Ganz tolle Brennerei, aus meiner Sicht eine wunderbare Brennerei, mit der man gut anfangen kann. Super für Einsteiger, super für den Anfang vom Tasting, weil die ganz viele Standardabfüllungen haben, die immer so zwischen 40 und 46, 43% rumdümpeln. Haben eine mega geile Fassstarkabfüllung, den Aberlour Abuna. Wenn ihr auf Sherryfässer und Sherrybomben steht, in Fassstärke auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, macht einen nicht rauchigen Whisky, Speyside, immer so ein bisschen Sherry-Einfluss. Und wir haben deswegen uns für unser Speyside Special haben wir uns als Opener quasi zum Warmmachen diesen hier eingeschenkt. Und zwar ist es ein Aberlour, der eben keinen Sherryfass-Einfluss hat, weil das relativ ungewöhnlich ist für die Brennerei. Die meisten Aberlours, die man so geschossen kriegt, haben immer so eine Mischung, so eine schöne Mischung, Bourbon und Sherryfässer. Und der ist jetzt eben 100% aus American Oak oder White Oak. White Oak ist immer so ein bisschen so ein Synonym für. Ja, also die amerikanische Weißeiche und das ist eben die Standardeiche, die verwendet wird in den USA für die Ex-Bourbon-Fässer und für die Virgin-Oak-Fässer, also für die frischen Eichenfässer. Wollt ihr die Flasche jetzt hin? Blende ich euch auch alles ein. Es handelt sich hierbei um eine Batch-Abfüllung. Das heißt, wir haben jetzt quasi, die Fässer wurden befüllt 2010 und wurden abgefüllt 2020, also ungefähr 10 Jahre alt, das ganze Pferd. Matured in American White Oak Casks, 40 Volumenprozente, ist wahrscheinlich gefärbt und mit großer Sicherheit kühl gefiltert. Yes. Ich muss sagen, ich hatte mal irgendwann, gab es nicht von Aberlour so ein Forest Reserve oder sowas. Das war auch so eine No-Age-Einsteiger-Variante. Relativ günstig. Habe ich bei einem guten, sehr, sehr guten Freund getrunken. Mein lieber guter, einer meiner Trauzeugen. Und er war auch mega süffig. Also erst, ich bin ja immer dann auch so manchmal so vorgeprimed, wo man halt dann so liest, so, neues Statement gefällt mir. Und dann riecht man da dran, denkt sich so, oh, süffig, nice, geil. Ne? So 3, 4, 5 Aromen, super lecker. Und hier habe ich reingerochen und ich finde den relativ blumig. Und, ne? Finde ich auch. So, du kennst das auch, so eine Potpourri-Schale. Ich weiß nicht, irgendwann, ich war mal irgendwo bei jemandem zu Hause, der hatte so eine Schale da irgendwie auf dem Pott stehen, wo man halt so, weißt du, so komisches Potpourri drin hat, darf Ja, man nicht essen. So, dann ich riecht weiß halt noch warum. was. Aber dieser Duft von parfümiertem Holz. Ja, tatsächlich trifft es ganz gut. Ich habe hier so eine starke Kombination von Vanille und Parfümaromen. Also wie wenn jemanden Parfüm machen würde, wo dann draufsteht Vanilla Sunrise oder irgend sowas. Also weißt du, irgendwie so eine, oder wie auch so ein Shampoo mit so starken Vanilletönen.
Also was minimal parfümiert ist, also seifig im Sinne, nicht super seifig, aber halt so einen, man wird sich nicht wundern, sowas aus einem coolen, guten, oder diese Creme, es gibt auch diese, ich benutze was immer nicht, aber es gibt ja so Cremeduschen irgendwie und die riechen oft so sehr vanillig und so ein bisschen tropisch. Der hat auch so leichte, also man riecht das Holz wirklich sehr deutlich raus, finde ich. Sehr eichenlastig und hat so minimale tropische Fruchtnoten aus meiner Sicht noch. Aber so helleichig, weißt du, was ich meine? Ja. Also eine amerikanische Weißeiche, also nicht so Schrankwand oder sowas. Ich habe mal eine Tasting Note gelesen auf Englisch, die fand ich sehr passend und das finde ich ja auch ein bisschen, Pencil Shavings, also wenn du deinen Bleistift anspitzt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber nicht, also nicht so nicht super ganz so doll. Fit. Ich will mal reinbeißen. Also der ist in der Nase sehr, der hat so 2, 3 Aromen, die sind ganz nice und that's it. Ja. Ne? Cheers. 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 Süffig, vorne süffig, dann hinten raus Eiche, Würze, weißer Pfeffer, vorne diese typischen Äpfel. Also ich habe ganz, ganz oft Äpfel bei Abelau. Die sind hier nicht ganz so stark wie bei den Sherry-Fassabfüllungen. Beim Sherry kommt hier für mich mehr raus. Da kommen dann diese roten Äpfel mehr raus. Hier habe ich die nicht. Hier habe ich eher so Apfelschale, Apfelkerne. Malzbonbon. Also der Antritt ist erstmal unglaublich weich und tritt dann hinten raus ein bisschen hinterher, so finde ich. Kellogg's Max. Ja. Ein bisschen so eine getreidige Sauerkeit, so ein bisschen Sauerteig habe ich irgendwie mit drin. Hm. So was leicht Säuriges, so. Könnte auch so ein bisschen Zitrus sein oder sowas. Sauerteig. Die Parfümiertheit bleibt aber auch, ne? Also nicht der längste Abgang, aber nicht unangenehm. Sausüffiger Starter, finde ich auch. Ne? Also sausüffiger Starter, so, wo du halt sagst, so, ich möchte jetzt einen süffigen Whisky trinken. Moin. Ja, also Sauerteig passt, finde ich, sehr gut. Also er hat eine gewisse Säure hinten raus. Die ist, kommt ganz klar aus dem Holz. Also ich habe echt das Gefühl, ich würde ein Stück Eichenholz ablecken. Mhm. So würde ich mir das auch vorstellen. Ne? Man hat eine gewisse Säure, eine gewisse Bitterkeit hinten raus. Die könnte den ein oder anderen Speyside-smoothen Whisky-Fan eher auch stören. Vielleicht. Ich finde es okay. Die Pulle kostet, ich glaube, 35 Euro ungefähr, roundabout. Das geht in Ordnung. Ne? Also das ist kein super komplexer Whisky. Da kannst du dich nicht stundenlang mit aufhalten. Da wird auch nicht wahnsinnig viel passieren, wenn du dir so eine Stunde stehen lässt, glaube ich. 40 Volumenprozente. Das ist ein Starter, ein Zipper. Ne? Das ist einer für einen Freitagabend, für einen Samstagabend beim Sonnenuntergang oder bevor man Steak isst oder so. So guter Bierbegleiter vielleicht auch noch halt. Ne? Ist jetzt nichts, was dann die Welt offenbart, weißt du, so nach dem Motto, oh mein Gott, was für neue Aromen. Aber ist okay. Das ist nice. Tut mir nicht weh. Er ist nicht. Er ist so. Ja. Ich muss, also ich meine, wenn man jetzt krampfhaft versucht, was Negatives zu finden, würde ich den vielleicht ganz gerne lieber bei 30 Euro sehen. Aber ne, ich meine, heutzutage kann man drehen und wenden, wie man will. Ist ungefähr ein 10 Jahre alter Whisky. 35 Euro ist nicht überteuert. Mehr würde ich dafür nicht zahlen wollen. Wenn der 40 kosten würde, würde ich sagen, nee, geht gar nicht. Aber für mich ist 35 schon so die Grenze. Also ich glaube, viel mehr würde ich dem nicht geben wollen. Gerade weil er halt auch gefärbt ist und 40% hat. Das sind dann für mich eher so die Whiskys, die ich eher so an die 30, gerne auch mal eine Mark unter 30 sehen würde. Also so ein Bowmore 12 zum Beispiel, den kriegst du oft mal für 29,90 geschossen irgendwie. Ist ein rauchiger Whisky, aber spielt so ein bisschen in der Liga mit. Der wäre aus meiner Sicht überlegen, wenn ich jetzt den Rauch wegnehme und ungefähr die Komplexität vergleiche so, aber ich rede schon wieder zu viel, Paddy ist schon wieder müde. Ich bin heute ja mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und da ist mir was Spannendes passiert tatsächlich, weil wenn ich da praktisch nach Bremen reinfahre, dann fahre ich an einer Industriemühle vorbei und die haben scheinbar heute frisch, also es roch für mich so, ich weiß es nicht, es roch für mich so, es war nur so eine Assoziation, ja. Frisch Weizen, glaube ich, irgendwie eingeladen oder sowas und es roch da sehr, sehr geil nach frischem Getreide. Und das finde ich hier so ein bisschen wieder. Das Einzige, was ihn halt für mich bei 40 Volumenprozente spannend und interessant macht, ist halt wirklich dieser weiße Pfeffer. Der hat halt eine gewisse Schärfe. Das finde ich ganz nice. Aber das ist so,
das ist mir positiv in Erinnerung geblieben, was wir im Tasting auch hatten. Und auch hier, ja, haut mir nicht vom Hocker, aber tut auch nicht weh. Kann man mal machen. Ja, genau. Also für mich ist er so irgendwie im Mittelbereich und dann noch ein bisschen drüber. Also ich finde ihn lecker. Ja. Ich finde ihn nicht super geil, aber ich finde ihn lecker. So. Mehr habe ich jetzt dazu nichts zu sagen. Und wir äußern uns auch nicht weiter dazu und schließen jetzt dieses Video rund ab. Ja. Und trinken. Schreibt doch mal sonst in die Kommentare, was ihr so von Aberlour probiert habt und was da eure Abfüllungen sind, die ihr irgendwie nice findet. Ich will diesen Cask Annam, glaube ich, nochmal probieren. Das ist auch so ein Bourbon-Fass in Fassstärke. Würde mich sehr interessieren. Ja, lasst einen Daumen da, definitiv hier, wenn euch das Video gefallen hat, so klingelingeling. Und auch hier die Bimmel und auch die Notifications anmachen oder wie das da heißt, was man so als YouTuber alles, was einem da so hilft. Schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, www.malt-mariners.com. Und wenn ihr Lust habt auf euren Newsletter, ehrlich gesagt, aber dann müsst ihr uns einfach eine Mail schreiben an info@malt-mariners.com. Dann melden wir euch gerne an für unseren Newsletter und schreiben euch hier und da, was wir halt so in nächster Zeit geplant haben. Und ja, wir sind auch noch auf Patreon. Das heißt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, damit wir diesen Kanal noch weiter pushen können und noch mehr verrückten Content für euch liefern können, dann unterstützt auch gerne da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Aber erstmal soll es bis dahin das Ganze gewesen sein. Und mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ein süffiger Dram für den Abend. Und dann verabschieden wir uns und sagen bis später. Bis später. Ich hätte fast vergessen zu trinken. Prost. Oh no. Ja, Hörst du das? Hörst du das, Mike? Tatsächlich nicht. Hä? Echt jetzt? Also ich will dich nicht verarschen. Ich finde das immer schlimm. Nee, ehrlich nicht. Das ist keine Kratze. Ich finde das immer kacke, weil wenn ich denen halt immer was sage, so nach dem Motto, so, ey, ich höre das jetzt wirklich nicht, dann bin ich muss auch mal so extra überzeugend sein. Jetzt, ja. Okay. Dann okay. Lass uns doch einfach mal ein Schlückchen trinken. So ist es. Übrigens finde ich halt immer schön, weißt du, wenn wir uns so auf der Straße treffen und du mir halt so eine schöne Papiertüte dann halt bringst, die ist übrigens handgestempelt, Leute, also falls ihr da mal, ne, und dann so mitten auf der Straße wird mir dann halt so eine braune Papiertüte begeben, als wenn ich cracksüchtig bin. Ich bin gespannt, was mir heute der Leon eingepackt hat. Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass mein schönes Glengoyne-Glas voll schlonzig ist. Ich muss mal eben ein neues Glas organisieren. Moment. Muss mal eine richtige Abwaschermaus, wa? Muss das mal alles rausholen. Was ist denn das alles? Kommt mir vor wie ein kleines Kind bei Eiersuche. Nur Eiersuche für Erwachsene. So, So, womit wolltest du anfangen? Ach ja, du hast irgendwas von Aberlour gesagt, ne? Da. Ach so, das ist der Woody. Genau. Der Woody Woodpecker. Ich überlege auch gerade. Ich werde es auch einfach releasen, glaube ich, in der Reihenfolge. Also ich werde mit dem Aberlour anfangen und dann die ganzen High-End-Geschichten releasen, glaube ich. Von daher können wir einfach auch sozusagen jetzt frei von der Leber weg erzählen. Von der Leber weg. Ich habe nie ein Konzept. Ich rede immer frei von der Leber weg. Ich habe immer das Konzept und versuche dann immer verzweifelt im Hintergrund so zu steuern, dass das, was wir machen, in irgendeiner Form Sinn ergibt. Ja. Merkst du nur immer nicht, weil du quasi einfach dein Ding machst und ich immer so, ich, ist wie so beim Autoscooter, weißt du, so, du lenkst und ich gucke immer so ein bisschen, wo wir hin müssen und den wir rammen und keine Ahnung. Genau. So an der Leine halt, immer so ein Triggergeräusch, klick, klick, oh, ich muss aufpassen. Okay. Ich finde auch, mit der neuen Brille sieht das gar nicht so schlecht aus, ne? Sieht super aus, auf jeden Fall. Ich bin nur mega... Kommentiert doch morgen, wie ihr meine neue Brille findet. Nur positive Kommentare. Ansonsten dann hätte ich gerne negative, ich bin kritikfähig. Richtig. Okay, bevor ich jetzt noch stundenlang diesen Whisky in die Kamera halte und ich würde eigentlich ganz gerne lieber trinken können. Okay, ich sag mal Hallo, ne? Mach mal.